Herzlich willkommen zum Ronachin Sportlokal am Sonntag, den 11.11.2018. Hier verkleidet sich aber niemand. Neben mir sitzt der Kollege Thomas Trendsetter Schulzke. Du setzt keine Trends, aber du warst heute als einer von 900 Zuschauern. 840 Zuschauern in Hamm bei den BVB Handballfrauen. Und sag uns, wie es war. Die Stimmung war super, auf jeden das Fall. Ist, wenn du so anfängst, kommt jetzt nichts Gutes. Europapokal reif, definitiv. Ja. 840 Zuschauer waren es in der Runde davor, 1350, glaube ich. Mhm. Aber die haben in Hamm gespielt, heute Abend spielt auch noch Hamms Zweitbundesligamannschaft. Es war klar, dass es da keine Doppelgucker geben wird. Okay. Aber vom Spiel her, am Ende gewinnt Craiovas, der Titelverteidiger, gewinnt 19-17, auch am Ende verdient, weil einfach die BVB-Frauen in der zweiten Halbzeit viel zu viele Bälle, leichte Bälle verloren haben, viel zu viele Bälle weggeworfen haben, in der zweiten Halbzeit nur 8 Tore überhaupt geworfen. Okay. Und das ist dann, glaube ich, auf europäischem Parkett einfach viel zu wenig, um gegen eine Mannschaft wie Craiova zu gewinnen. Ich würde sagen, ich bin jetzt kein Handballexperte, aber 17-19 hört sich jetzt nicht nach einer Offensivschlacht an. Nee, aber dafür war die Defensive von Dortmund überragend. Wieder eine überragende Torhüterin, Clara Woltering. Die Defensive stand insgesamt sehr gut. In der ersten Halbzeit nur 9 Tore zugelassen, in der zweiten 10. Mhm. Das ist definitiv europapokalreif. Ja, dann müssen wir mal aufs Rückspiel schauen. In Craiova, in einer Halle, die der Wahnsinn ist. Also wer Zeit hat und noch ein bisschen Geld übrig, da hinzufahren, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Also die Bilder vom Finale, die kann man sich gerne auch mal angucken, sind sensationell. Ob es noch Hoffnung gibt, das hast du, Alina Greisels, gefragt. Ja, nach wie vor da. 2 Tore ist nicht viel im Handball. Also da ist durchaus was möglich. Und wir haben gesehen, dass wir mithalten können. Und wir können an einigen Stellschrauben noch drehen. Und das deutlich besser. Und dann ist auf einiges noch möglich. Ich habe auch noch ein bisschen Hoffnung. Ja? Ja, ich habe auch noch ein bisschen Hoffnung. Aber du fliegst nicht nach Rumänien. Ich fliege nicht nach Rumänien, habe trotzdem Hoffnung. Weil wenn die ihre Fehler abstellen, diese leichten Ballverluste irgendwie vermeiden können, die Defensive wieder so gut steht. Wie gesagt, 2 Tore sind nicht viel im Handball. Ja, stimmt. Wobei wir Freitag hier schon gesagt haben, zu Hause sind die extrem stark. Ja, die haben auch damals das Finale mit, glaube ich, 4 verloren auswärts und dann mit 5 zu Hause gedreht. Also ganz Craiova steht da hinter denen. Das wird auf jeden Fall extrem schwer. Ja, bei der Liga haben sie auch schon 4-mal verloren. Warum sollen sie nicht gegen den BVB verlieren? Klar, warum nicht? Kommen wir zum, jetzt wollte ich auf den Ball zeigen und wir haben keinen, den Basketball. Der SVD hat Wort gehalten, kann man sagen. Sie haben gesagt, gegen solche Mannschaften wollen sie gewinnen und sie haben es getan. Pflichtsieg. Ja. Pflichtsieg. In der Liga hätte man gar nicht gedacht, dass es in der Liga Pflichtsiege gibt, aber gegen Deutz? 3 Siege, 5 Niederlagen ist, glaube ich, eine super Bilanz für den SVD. Klingt zwar nicht gut, aber für die Truppe, die gerade aufgestiegen ist und nur als Tabellenzweiter, also es ist eine super Leistung. Ging wieder einen Platz nach oben nach dem 81-67. Hinter ihnen jetzt 4 Teams, Salzkotten, Leverkusen, Deutz und Kamp-Blindfort. Da geht jetzt in solchen Spielen geht einiges und da darf auch noch ein bisschen mehr kommen. Ich meine, mit 6 Punkten nach 8 Spielen, hat man damit gerechnet vorher? Ich nicht. Mit 3 Siegen aus 8 Spielen? Glaube ich nicht. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe sogar gesagt, die haben Handicap, weil sie mit dem Bowser spielen. Weil alle holen sich. Da kommen wir gleich noch zu. Alle holen sich junge Amerikaner, die kriegen irgendwie ein Auto gestellt, eine Wohnung gestellt und werden mit einer Sänfte durch die Städte getragen. Und wir haben den Bowser aus Hagen, aber der Bowser ist überragend. Der ist überragend. 29 Punkte wieder, 6 Rebound, jetzt Topscorer der ersten Regionalliga. Aber wir haben jemand anders vor die Kamera geholt, denn der ist 30 geworden. Ja, der ist Samstag 30 geworden. Und hat den schönsten Namen im Dortmunder Basketball. Tresor Nsia Bandoki sagt uns, warum sie das Spiel gewonnen haben. Heute haben wir gewonnen, weil wir einfach besser Defensiv gespielt haben. Ich meine, wir sind nicht die beste Mannschaft der Liga. Wir liegen genau im Keller wie wir. Aber genau gegen solche Mannschaft sollten wir gewinnen. Also, Sieg. 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 Haben sie verdient, denke ich. Ja, haben wir ja gerade schon gesagt. Eine Liga drunter gab es eine Niederlage, lagen wir ganz schnell. TV Ebarop verliert gegen Paderborn 2. Verschweigen wir und gehen direkt weiter zum Volleyball. Was wir eigentlich auch verschweigen müssten, denn der TV Hörde verliert gegen den TV Mohndorf. Du sagst mal als Sprachwissenschaftler jetzt, wie man das ausspricht. Mohndorf ist, glaube ich, völlig korrekt. Ja? Hast du gut gemacht. Ja, war wirklich gut. Ja, bitteschön. Gut. Ja? Trotzdem 1-3, TVA von Platz 4 auf Platz 8, ist aber alles kein Problem. Guck dir mal den vierten Satz an, den verlieren die mit 28-30. Sie hatten selbst schon Satzbälle, um noch in den Tiebreak zu kommen. Ja. Aber den können sie eh nicht. Ein Tiebreak-Spiel haben sie in diesem Jahr. Haben sie ein Tiebreak-Spiel schon gewonnen? Ich glaube es nicht. Ich glaube auch nicht. Nee.
Wenn nicht, fügen wir hier nachträglich noch den Buzzer ein. Ja, abgerutscht jetzt von Platz 4 auf Platz 8. Ja. Ganz enge Liga, so schnell geht's. Auf jeden Fall. Also, ein Sieg muss wieder her. Ein Sieg gab es auch für den OSC Dortmund gegen Teutonia Riemke. Die haben schon am Freitag gespielt und 34-25, wir haben gerade darüber gesprochen. 19 Tore sind relativ wenig, beziehungsweise 17, ja. 34 ist eine ordentliche Marke. Sehr gut. Man sieht es auch schon bei den Torschützen. Badischewski 8, Nikita Maestrenko 8, Kloppenburg 6, Runkel 5. Ich glaube, die waren gut drauf am Freitagabend. Ja, das Spiel hochverdient geworden. Fabio Runkel war so gut drauf, dass er nach den 5 Treffern sogar noch vor unsere Kamera getreten ist und erzählt hat, warum sie das Spiel gewonnen haben. Ich denke, wir haben ganz gut gespielt, ein bisschen holprig begonnen, aber dann haben wir uns gefangen, haben dann auch Tempo gemacht, was wir endlich mal geschafft haben und haben natürlich vorne wieder viel verworfen, warum auch immer, aber ich denke, wir haben es dann am Ende souverän runtergespielt. Der OSC ist jetzt schon wieder Dritter, muss man sagen. Ja. Letzte Saison waren sie ja auch oben dabei, bis zum Ende hat es nicht gereicht. Diese Saison geht was? Ich glaube, da geht was. Letztes Jahr ist eine Aufstiegsrunde gescheitert. Ja. Vielleicht 2 Spiele waren das, ne? Ja, genau. Ja. Ich glaube, gegen Oberaden, gegen die Cobras. Die Cobras, richtig. Die Cobras. Aber in diesem Jahr, vielleicht machen sie es direkt, sind jetzt, glaube ich, 2 Verlustpunkte hinter Haltern-Sieten. Mhm. Ich glaube, da geht einiges. Die Truppe ist richtig stark. Sie haben viele neue Spieler dazu bekommen, hatten Verletzungspech am Ende. Trotzdem dieser gute Start. Nur 2 Punkte hinter dem Tabellenführer. Ich glaube, die haben richtig Bock auf die Saison. Da geht was. Ja, auf jeden Fall. Ja. Westfalia Ombruch hat ja auch Bock als Aufsteiger. Hat auch fast so viele Tore geworfen wie der OSC, aber verloren im Bergkamen. Ja, weil sie 35 bekommen haben und nur 32 geworfen haben. Ja. Bergkamen lag aber die meiste Zeit wirklich vorne nach dem 5-1-Start. Bergkamen ist Ombruch immer hinterhergelaufen, immer eine gute Moral gezeigt, waren immer mal wieder dran, aber am Ende hat es leider nicht gereicht. Tja, obwohl es war ja Tabellennachbar, da hätte der möglicherweise was gegangen. Bergkamen ist Tabellennachbar? Ich glaube, die haben erst 3 Verlustpunkte. Ich glaube, die sind Tabellennachbar. Nee, die haben erst 3 Verlustpunkte. So, okay. Die sind so weiter oben dabei. Dann habe ich mich selbst gebuzzert. Landesliga 3, TV Brechten gegen DJK Özbil-Klay, das Derby. Wie von uns erwartet am Freitag, wird Özbil das gewinnen und hat es auch gewonnen. Ja, 25-22 lagen schon zur Halbzeit mit 15-9 vorne, aber hat eine kleine Schwächephase. Direkt danach stand es plötzlich, nach 41 Minuten stand es plötzlich nur noch 17-16 für Özbil. Ja. Aber dann Mannschaft von Holger Kamps auf einmal wieder hochgeschaltet. Haben die den 7. durchgezogen. Oder reichte ich glaube, die sind im 5. gefahren und haben dann in den 6. geschaltet. Okay. Und dann wie früher bei Need for Speed und bei Fast and the Furious einfach den NOS-Schalter. Kennst du den NOS-Schalter? Nee, ich hab das nie. Lachgas-Einspritzung. Lachgas? Ja, und dann geht es richtig ab. Lachgas. Wirklich. Ich glaube, die Özbler Jungs, die wissen das, sind ein bisschen jünger als ich. Da gehe ich von aus. Ja. Ja, auf jeden Fall. Nee, mit der Lachgas-Einspritzung auf Platz 3. Ein Nachholspiel noch in der Hinterhand. Wenn sie das gewinnen, haben sie genauso viele Punkte wie der ATV Dorsfeld, der alles kaputt. Der hat alles kaputt geworfen. 40-22 in Recklinghausen. Ja. Dorsfeld weiter auf Platz 2. Und? Die haben um 11 Uhr morgens gespielt. Wäre ich gar nicht hingefahren. Hätte ich gar nicht geschafft. Du? Ja, heute wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber sie bleiben ja abends auch nicht mehr so lange weg. Das haben die alten Herren von Dorsfeld, die gehen früh ins Bett, schlafen lange. Die waren ausgeruht, haben Traumschiff den Abend vorher alle, glaube ich, zusammen geguckt und wetten das hintereinander. Genau. Und deswegen ganz Wetten entspannt. Das, man merkt, wie lange du schon nicht mehr Samstagabend Fernsehen guckst. Das gibt es nicht bei Netflix, glaube ich. Ich habe gesucht, gibt es nicht mehr. Nee, gibt es wirklich nicht mehr. Recklinghausen scheint übrigens eine herausragende Defensive zu haben. Die haben ja schon gegen Höchsten richtig kassiert. Ja, nur 47, irgendwie jetzt so. 40. Ja, scheint richtig gut zu sein. Höchsten, die scheinen jünger zu sein, die waren nicht so fit am Morgen. Definitiv, die waren alle Samstag feiern und kommen dann da um 11 mit so einen Augen hin. Hat nicht geklappt. Aber Höchsten, wieder verloren gegen Brambauer. Was machen wir damit? Buzzern, weil ich Brambauer gesagt habe. Du hast eine Menge Arsch. Ich weiß auch nicht, was wir mit Höchsten machen sollen. Ich weiß, die gewinnen, dann denkt man, jetzt läuft es wieder, verlieren sie wieder. Die wollten ja die Pause nutzen, um sich so ein bisschen am Schopf zu packen. Dann haben sie gegen Özbil verloren und die Woche danach dann gewonnen. Jetzt verlieren sie in Brambauer. 25-31, liegen nur auf Platz 11. Ja, das geht gar nicht. Komm, wir gehen zu positiven Dingen rüber. Lass uns zu positiven Dingen drüber gehen. Der Fußball, der AC 09 Dortmund hat genauso wie der FC Brünninghausen an diesem Wochenende gewonnen. Der ASC, wie viel gegen wen? 2-0 gegen Westfalia Herne gewonnen. Ja, wie erwartet, Tabellenletzter, Herne. Da muss man eigentlich auch gewinnen, hat Daniel Sekic ja auch gesagt. Wer hat die Tore gemacht? Szymaniak. Der hat lange nicht mehr gespielt. Hab mich gewundert, dass er überhaupt dabei ist. Ja. Ja, der hat jetzt unter der Woche im Testspiel, glaube ich, gespielt. Mhm. Gegen Recklinghausen haben die, glaube ich, Erkenschwick, oder? Erkenschwick, genau. Mhm. Gegen Erkenschwick 5-1 gewonnen. Hat er wohl eine gute Leistung gezeigt. Ja. Überragende zweite Hälfte gespielt, habe ich gehört. Zack, ist er in der Startelf.
bei Daniel Sekic geht es nur nach Leistung und schießt das 1-0 in der 9. Stark. Brümmer legt nach 65. Dann steht es 2-0. ASC jetzt 5. 6 Punkte Rückstand auf den Aufstiegsplatz. Und so ein bisschen erster, so best of the rest. Die oberen drei, Schalke, Haltern, Ennepetal. Spielt Schalke noch Mannschaft, mit? Ja, Schalke spielt schon noch mit 39 Punkte. Die sind schon nicht so schlecht da oben. Die wird auch keiner mehr einfangen. Nein. Vermutlich. 11 Punkte Vorsprung. Ja, Pierre Szymaniak hat getroffen. Ja. Und nach dem Spiel hat er uns erzählt, wie wichtig es war, nach dem Sieg in der letzten Woche, in dieser Woche nachzulegen. Es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. wieder einfach Siege zu feiern, füreinander zu kämpfen. Also das macht Spaß. Und von außen sich das anzugucken, ist das eine, aber selber mitzuerleben, ist wieder das andere. Du hast heute den Führungstreffer erzielt. War eine schöne Kombination von dir, Maxi Podel und Kevin Brümmer. War das so einstudiert oder... spielt da auch der Instinkt ein bisschen mit, dass du da in den Raum reinkommst? Ja, jetzt hör doch mal auf. Was heißt einstudiert? Klar, wir wollen in die Schnittstellen reinlaufen und wollen so immer gefährlich sein. Deswegen ist es uns da gut gelungen. Ich bin da einfach, habe ich diese Situation gesehen und musste einfach reinlaufen. Dass Maxi den dann noch da durchkriegt, ist umso schöner und da habe ich mich nicht lumpen lassen. Nachbarslumpi. Oh Gott, der Satz ist Weltklasse. Dass Maxi den da durchkriegt, ist umso schöner. Da habe ich mich nicht lumpen lassen. Das hat sich ein bisschen angehört, als hätten sie die Spielbank überfallen, oder? Die ja. Drei Punkte aus Herne geklaut. Nein, die haben zu Hause gespielt. Den ja, stimmt. Aber bei Herne sozusagen, die haben das mitgenommen. Drei Punkte geklaut, sehr, sehr gut. Drei Punkte geklaut hat der FC Brünninghausen aus Erntebrück. 3-2 gewonnen und in der 89. trifft der King. Der King. Kingsley Nweke. Mitten in der Saison gekommen oder kurz vorher? Aus kurz vor Ende, am letzten Tag der Transferperiode, meine ich. Hat sich jetzt schon gelohnt. Ja, für drei Punkte statt nur einem in Erntebrück. Ja. Früh wieder 2-0 geführt, da hatten sie so ein bisschen so ein Déjà-vu. Ja, ne? Vor zwei Wochen gegen Gievenbeck 2-0 geführt, 2-2. Damals gegen Aalen am zweiten Spieltag 2-0 geführt, 3-2 verloren. Ja. Und diesmal war es wieder eng. Nach einem 2-2 hat Erntebrück 1-2, nicht Riesenchancen, aber schon sehr brenzlige Situation. Und dann wechselt er... Allen sich in der 87. Wege ein und in der 89. Boom. Macht er ihn weg. Ach, guck mal, Brünninghausen. Können die auf ihre Stürmer verlassen. Erst trifft Gondrum, dann trifft Ed und dann hast du den King noch. Ja, wenn du die drei hast, brauchst du dir eigentlich keine Sorgen zu machen. Brünninghausen jetzt 3 Spiele in Folge nicht verloren, 2 Siege, ist alles in Ordnung. 8. Platz. Wir haben uns vor 2 Wochen noch Sorgen um die gemacht und jetzt... Alles gut. Weitermachen. Ja. Weitermachen. Wir haben über Stürmer gesprochen, die hat der Kirchhörder SC nicht. Die haben im Derby gegen Westfalia Wickede aber immerhin einen Punkt geholt. Ja, immerhin. Trotzdem zu wenig. Ja. Sind jetzt schon Vorletzter. Ja, und ist richtig. Mit dem Kollegen Bentrup gesprochen und... Da ist wenig? Das war wenig auf dem Platz. Das war ganz, ganz wenig auf dem Platz. So wie man erzählt hat, also... Mhm. Ach, wenig Torchancen, wenig Spielkultur. Also das war kein Spiel, was irgendwie Hoffnung macht für beide Mannschaften, dass sie damit in den nächsten Wochen noch Punkten holen. Lass uns da kurz, der Kollege Christian Bentrup hat nämlich mit Andreas Tötz nach dem Spiel gesprochen und der erklärt ziemlich gut, wie das abgelaufen ist. Das ist uns heute alles nicht gelungen, aber nichtsdestotrotz können wir, wie gesagt, mit dem einen Punkt leben, weil wir auch zurückgekommen sind. Und ja, jetzt gucken wir, dass in den nächsten Wochen die Verletzten wiederkommen und dann probieren wir nochmal mehr Punkte zu holen bis zum Winter. Sie müssen im Moment als gelernter Offensivspieler rechts verteidigen in der Viererkette. Was sagen Sie zu den Offensivleistungen insgesamt? Das war sehr überschaubar heute, oder? Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Ne? Wie gesagt, ich kann ja, oder wir können von der Abwehr auch präzisere Bälle spielen, da haben die es vorne auch relativ einfacher. Aber gebe ich Ihnen recht, war recht überschaubar und da muss uns mehr einfallen, ja. Sagt eigentlich alles. Wobei, ich habe das 1-1 gesehen und da spielen sie schon sehr geil raus. Alles direkt in den Strafraum rein, klatschen lassen und Kademali, den man bestimmt anders ausspricht. Nein, das ist richtig, das wundert mich. Das ist ein Respektbuzzer. Oh, ein Respektbuzzer-Worte. Den nehme ich mit. Und der drückt ihn dann über die Linie. Richtig schönes Tor. Übrigens auch von Köcher, das habe ich auch gesehen. Ja? Pass in die Mitte. Sievers war das, ne? Genau, der in Torjäger-Manier, muss man sagen. Ja? Hält er den Fuß, also schmeißt sich in den Ball rein und schön ins lange Eck. Ja. Schöne Tore, muss man sagen. Aber kein schönes Spiel?
Definitiv nicht, hat man ja gehört. Ja. Und so ein 1-1, ich meine, für Wickede ist das natürlich viel zu wenig gegen den Vorletzten. Das ist genauso wie Westfalia-Herne beim ASC, egal wer der Gegner ist. Ja. Gegen den Vorletzten musst du als Wickede eigentlich da. Sonst kann man sagen, Freundschaftspunkt. Und es hat ja auch positive Auswirkungen gehabt. Es ist kein Dortmunder Verein mehr Tabellenletzter. Mal Hülz hat verloren. Und Schüren? Hat den 6-Punkte-Mann. Eyüp Kosgun. Letzte Woche eingewechselt, macht das entscheidende Tor. Ja. In dieser Woche von Beginn an macht wieder das entscheidende Tor. Zweimal 1-0 gewonnen, diesmal gegen Iserlohn. Letzte Woche war es gegen Kirchhörde. 6 Punkte in Serie. Nur noch 3 Punkte zum rettenden Ufer. Vor 3 Wochen waren die für mich schon abgestiegen. Ja. Schüren. Jetzt kommen sie, stehen defensiv kompakt. Vorne nutzen sie die wenigen Chancen gut aus. Und 3 Punkte nur noch. Ich wollte gerade sagen, war mit Sicherheit auch kein schönes Spiel, aber ist egal. Am Ende nimmst du 3 Punkte mit aus Iserlohn. Automatik war hochzufrieden. Hat ja gesagt, die Mannschaft hat richtig Gas gegeben, stand hinten kompakt, haben wenig zugelassen. Vorne wieder die Chance. Haben sogar noch einen Elfmeter verschossen. Ja, gut. Stratakis, 87. hätte es klar machen können. Okay. Verschießt er. Ja, gut, gönnerhaft vergeben. Wenn du 1-0 führst, kannst du dir leisten. Ja, mach sonst hättest du hinterher gesagt, sowas muss am Abstiegskampf machen. Aber gut, führst 1-0, ja, alles gut. Und das Tor habe ich auch gesehen. Allerdings. Welches? Das von Eyüp Kosgun. Und? Wir haben ja eine kleine Kooperation mit den Kollegen von Sport Total, deswegen kann ich das jetzt so sagen. Ich habe mir das angeguckt und die Ecke fliegt rein. Man sieht, wie der Ball Richtung Tor geht und plötzlich die Kamera auf die andere Seite. Mal gucken, ob wir das am Montag in unserer Torshow drin haben, das Ding. Würde mich interessieren. Aber auf jeden Fall, man hat dann die Schürener Bank dafür gesehen, wie sie alle in die Arme eskaliert fallen. Und ja, wirklich, das war ein sehr erlösender Jubel. Ja. Gut. Haben wir schon gesagt, kein Dortmunder Club mehr letzter. Und dann können wir auch in die Landesliga gehen. Wichtiger Sieg für Barake. Ganz wichtiger Sieg. Ja, und vor allem hochverdient. Ja, wer ist denn der Meier? Ich kenne Meier nicht. Meier macht 2 Stück beim 4-0 gegen Wischerhöfen. Genau. Wer ist André Meier? Kommt wohl vom TV Brechten aus der zweiten Mannschaft, also Kreisliga C. Ja. Vor 4 Monaten nach Brakel gekommen. Welcher Scout hat den entdeckt? Ich vermute, es war Giovanni Scatarella himself. Oder er ist aus Brechten nach Brakel gezogen und hat sich einen neuen Verein gesucht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er sich jetzt 4 Monate lang an die Mannschaft rangearbeitet und schießt 2 Tore. Guter Mann, André Meier. Den müssen wir kennenlernen. Muss man sich merken. Wir müssen André Meier kennenlernen. Definitiv. Wie kommt er da hin und was macht er da? Was macht er da und warum schießt er 2 Tore? Jedenfalls, Scatarella hochzufrieden. Ja. Von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ich meine, sie haben gegen Wischerhöfen gespielt. Ja. Die sind Sechster, jetzt ist keine Laufkundschaft in dem Sinne. Und von der ersten bis zur letzten Sekunde haben sie die beherrscht. Und ganz das ist auch verdient. Eine enge Liga. Guck mal, wenn die waren, sind Sechster. Brakel war vorher 13. und jetzt trainieren nur noch 2 Punkte. Ja. Ja, in der Landesliga ist ja einiges. Ist echt eng. Nur oben. Wenn wir mal nach oben gucken. Frohlinde, Tabellenführer. Gegen Hombruch, 0-0. Haben wir uns vorher ausgerechnet, dass Hombruch da vielleicht was reißen kann. 0-0 ist in Ordnung. Ja. Die Liga ist wieder enger geworden, weil Oberspruchhöfel hat gewonnen. Nur noch 2 Punkte auf Frohlinde. Ja. Hombruch hat es jetzt nicht so viel gebracht. Aber 7 Punkte hinter dem Tabellenführer. Alles okay. Überragend soll der Keeper von Hombruch gewesen sein. Hennig. Ich glaube, 87. Minute, 1-1. Ja. Geht allein auf ihn zu. Das sind Sebastian Didion hat gesagt, der Gegner wollte einen auf Alcázar machen, hat gewartet. Aber er ist einfach nicht umgekehrt. Er ist einfach stehen geblieben. So. Einfach nur Manuel Neuer, bitte ein Beispiel. Wie heißt der Kollege? Hennig. Ja, bitte ein Beispiel an dem Kollegen nehmen. Man fällt nicht um. Das hat er früher auch schon mal besser gemacht, muss man sagen. Neuer ist früher immer stehen geblieben. Kritisierst du gerade Manuel Neuer? Also dafür, ich sag nur, früher hätte den auf jeden Fall gehalten. Das ist nicht dein Ernst. Hör auf. Ja, sicher. Ich sag mal, Ter Stegen hätte ihn gehalten. Ohne jetzt irgendwie da eine Entscheidung zu fordern. Aber eins, die machen wir aber noch. Ja, wir müssen mit einer negativen Nachricht rausgehen. Shit. Der VfL Kemminghausen. Ja. 0-1 im Duell der beiden Verlierer gegen die Hammer Spielvereinigung 2. Die beiden einzigen Teams der Liga, die gegen Hamm verloren haben. Und Resse gewinnt. Resse. 0-1, 40. Da fällt mir auch ehrlich gesagt nichts zu ein. Als einen dicken, fetten, langen Buzzer. Willst du abpfeifen schon? Ich pfeife die Nummer direkt ab. Ja, aber sag mir kurz noch deinen Spieler des Tages. Mein Spieler des Tages. Du meine Güte. Mein Spieler des Tages. Auf dem falschen Fuß. Beim ASC, Jan Stuhldreier, Innenverteidiger, hat gar nicht zugelassen, hat alle ausgeschaltet, alle im Schwitzkasten gehabt. Jan Stuhldreier. Ich nehme natürlich André Meier. Ah, vom SV Brakel. Ja, und ich denke, den werden wir in der Woche mal ein bisschen intensiver kennenlernen, oder? Pfeif ab die Nummer.